Wenn wir uns bewegen, wenn wir etwas tun oder wenn wir über etwas nachdenken, in jedem Moment werden wir von unserer Motivation beeinflusst. Offensichtlich ist die Motivation eine der wichtigsten Funktionen des Menschen und eines der größten Geheimnisse der Welt. Mein Name ist Kou Murayama. Ich komme ursprünglich aus Japan und ich untersuche die menschliche Motivation. Welche Faktoren beeinflussen Neugier? Welche Rolle spielt Belohnung bei der Motivation? Wie lassen sich Erkenntnisse dazu aus neurowissenschaftlicher und psychologischer Sicht gewinnen und wie in die Praxis überführen? Kou Murayama arbeitet an der Schnittstelle zwischen pädagogischer Psychologie und Neurowissenschaft im Bereich der Motivationsforschung. Eine ganz persönliche Beobachtung wurde dabei zur leitenden Forschungsfrage. Ich selbst werde von meiner eigenen Motivation oder meiner eigenen Neugierde angeregt zu forschen. Das ist ein treibender Faktor für meine Forschung und das ist auch der Grund, warum ich angefangen habe, mich mit den Themen Motivation, intrinsische Motivation und Neugier zu befassen. Intrinsische Motivation, die Motivation aus uns selbst heraus, lenkt unser Verhalten. Sie lässt uns Höchstleistungen vollbringen und Rückschläge verschmerzen. Äußere Anreize hingegen, in Form von Belohnungen, können dem manchmal sogar im Weg stehen, die innere Motivation ausbremsen. Motivation ist etwas, das man nicht anfassen, nicht fühlen und nicht sehen kann. Denn Motivation ist ein hypothetisches Konstrukt. Aber man kann aus dem Verhalten auf die Motivation schließen. Das Unsichtbare sichtbar machen. Das gelingt Kou Murayama und seinem Team im funktionellen MRT. Er kombiniert Verhaltensexperimente und Neuroimaging. You right, Brendan? Okay, we're gonna start the scan soon, okay? Okay, no problem. All right, thanks. Den ProbandInnen wird in der Röhre ein Zaubertrick gezeigt, der ihre Neugier stimuliert. Im Versuchsaufbau zeigt sich, die ProbandInnen wollen wissen, wie der Trick funktioniert. Selbst wenn ihnen gesagt wird, dass es die Auflösung nur gegen einen leichten Stromschlag gibt. Sie waren bereit, den Schmerz in Kauf zu nehmen. Eine scheinbar irrationale Entscheidung. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Belohnungsareal des Gehirns, das sogenannte Striatum, durch die Neugier stimuliert wurde. Diese Hirnaktivität erklärt, warum der Mensch dazu bereit ist, kurzfristigen Schmerz hinzunehmen, um seine Neugier zu stillen. Seinen Erfolg verdankt Kou Murayama auch seinem interdisziplinären weltweiten Netzwerk. Zusammenarbeit ist das Zentrum meiner Arbeit. Ich kollaboriere mit so vielen Forschern in der Welt. Natürlich mit Forschern in Japan, in Deutschland, im Vereinigten Königreich, in den USA, in Frankreich und in vielen anderen Ländern. Und sie haben mir immer eine Menge Erkenntnisse ermöglicht. Ohne diese Kollaborationen wäre ich nicht hier. Die Zusammenarbeit bzw. dieses Forschungsnetzwerk hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Nun knüpft der Spitzenforscher an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen an seine multimethodischen Studien an. Ein Standort, den er bereits als Gastprofessor kennengelernt hat. Kou Murayama wird in Tübingen die Pädagogik und Psychologie stärken. Ermöglicht durch die Humboldt-Professur. Ich kann es nicht fassen, das ist unglaublich. Jetzt habe ich so viele Möglichkeiten. Ich kann mein eigenes Dreamteam in Deutschland zusammenstellen, was großartig ist. Kooperationen ergeben sich auch mit Experten anderer Fachrichtungen, wie Computerlinguist Detmar Meuras. Die beiden eint der Wunsch, ihre Erkenntnisse auch in die Praxis einzubringen. Kurs ist ein großer Gewinn, weil Dinge aus dem Labor transferieren sonst nicht in die Wirklichkeit. Mit Kurs Möglichkeiten, mit den Einsichten in was messbar wird, und er arbeitet ja daran, mehr messbar zu machen, wird es eben sehr spannend werden. Da kann man auch besser Vorhersagen machen und Kinder auch besser unterstützen. Die Kraft der Neugier hat einen wesentlichen Einfluss auf Lernprozesse und Lernerfolge. Kou Murayama plant eine neue Forschungsarbeit, in der untersucht wird, wie intrinsische Motivation mit Hilfe modernster Analysetechniken verstanden werden kann. Dies bietet Erkenntnisse sowohl für den akademischen als auch den Bildungsbereich. Das Ziel von Kou Murayama ist klar: intrinsische Motivation erforschen, um Neugier und Interesse gezielt zu wecken.
Da ich intrinsische Motivation studiere, weiß ich, wie wichtig Motivation für die Forschung ist. Ohne Neugierde, ohne Freude an der Sache können wir keine innovativen Forschungsideen entwickeln. Dies ist der ideale Ort für mich.